Stadler. Frau Präsidentin, ich habe auch gegen diesen Bericht gestimmt, und zwar aus den Gründen, die ich schon im Zusammenhang mit dem Rouček-Bericht genannt habe, und möchte sie noch ergänzen. Man gibt also nicht nur bei der Heranführungshilfe Milliarden für die Türkei aus, sondern auch hier noch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, der Entwicklungshilfe. Ich sehe das überhaupt nicht ein für ein Land, das etwa, weil Armenien auch auf der gleichen Liste drauf ist, das bis heute den Völkermord, den ersten schrecklichen Völkermord des 20. Jahrhunderts am armenischen Volk bis heute leugnet. Ich sehe das auch nicht ein, dass das ein Land von uns unterstützt wird, bei dem Demonstranten niedergeprügelt werden, niedergeknüppelt werden, zum Teil Tote es gegeben hat beim Gezi-Park, und wir dazu praktisch geschwiegen haben. Wir belohnen diese Türkei auch noch mit Milliarden. Ich sehe das überhaupt nicht ein, insbesondere nicht vor dem Hintergrund der Reaktionen, die man etwa im Zusammenhang mit den Vorgängen in Kiew und in der Ukraine von diesem Parlament ausgesendet hat. Hier wird eine Ungleichbehandlung sehr, sehr deutlich. Und da sieht man auch, wie tendenziell man im Zusammenhang auch mit den Menschenrechten und mit dem Respekt der Menschenrechte und insbesondere auch mit der historischen Verantwortung für den Völkermord bei der Türkei sehr nachsichtig ist. Daher insgesamt ein falsches Signal an die Türkei. Grazie, onorevole. Vielen Dank, Herr Plenković. Hvala, gospođo predsjedateljice. Finanzijski instrument. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dieses Instrument zur Finanzierung der